So, moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute unterwegs, fast dustern, ey. Das wird jetzt immer um 6 Uhr dunkel. Oder schon eher, Alter, weil die scheiß Uhren umgestellt wurden. Wir haben jetzt gerade 5 Uhr oder sowas. Und mit dabei ist erstmal der Yannick, also der Cedric. Vorab muss ich sagen, alle Leute packe ich in die Beschreibung rein. Also checkt die Leute mal aus, das ist einmal der Cedric. Und einmal der Yamako und die Mrs. Yamako. Die teilen sich aber heute ein Motorrad. Und zwar Yamakos neues Motorrad. Ey, ich fahre jetzt einfach mal, wir fahren mal rechts her. Ich muss heute vorfahren. Yannick, der fährt nicht vor. Jetzt muss ich vorfahren. Und es soll leider noch anfangen zu regnen. Das ist ein bisschen scheiße. Das fuckt ein bisschen ab. Weil das war die ganze Zeit schönes Wetter. Das Ding ist, wenn man vorne fährt, ist immer gut, da musst du keine Kennzeichen oder so verpixeln. Aber du siehst die Leute nicht. Also auf jeden Fall, da ist ja Marco, dahin fährt Ivo Sandwich. Alter. Boah, dicke Beleuchtung, ey. Extra für uns die Laternen angemacht. Wir wissen doch gar nicht, wo wir herfahren sollen. Ich muss mir einfach spontan gleich einen Weg überlegen. Erstmal aus Dülm raus. Aus den Bums hier. Ja, eigentlich wäre Richtung Silbersee gegangen. Da müssen wir jetzt einmal mitten durch Dülm. Weil wir haben eh nicht so ganz so viel Zeit. Ja, wir gucken mal. Sollen wir mal Richtung Silbersee oder Drückenpütter? Was ist das? So ein Motorradtreff. Oh, wie weit ist das? Auf dem Weg, das ist nicht weit. Silbersee, das ist nicht weit. Ja. Das Wetter ist scheiße, aber heute geht's eigentlich. Das war alle die letzten Tage viel kälter, weil der Herbst, der ist richtig im Anmarsch. Es kommt schon Winter teilweise, also es ist richtig krass. Ich werde das Video auch erst veröffentlichen, wenn der Marco seine Karre schon mal seinen Zuschauern gezeigt hat. Das ist eine Yamaha TT600R. Marco geht jetzt auch auf den Enduro-Trip rüber. Nein, aber seine R1, die hat er aber auch noch. Die haben auch nur bis 6 Uhr Zeit und wir haben es gerade 10 nach 5. Deswegen, nur so ein bisschen chillermäßig Vlog hier, so ein bisschen mit Dunkeln und so. Ich hasse das ja, im Dunkeln zu fahren, weil ich habe kein klares Visier mehr drin. Ich habe so verspiegeltes, weil ich hatte auch ein klares, aber ich finde das nicht mehr wieder. Das ist richtiger Scheiß. Vor allem so ein klares Visier, das findest du auch nicht mal eben so einfach, weil das ist flach und klein und durchsichtig und dann, das ist ja nicht schwarz oder rot und dann findest du es einfach so, weil das ist ja durchsichtig. Wenn das irgendwo auf dem Tisch liegt, dann guckst du da hin und denkst, du guckst auf den Tisch. Ist dann, weil das transparent ist, weil da man durchgucken kann. Ich hoffe, man hat meine Logik wieder durchschaut. Ich selber noch nicht so ganz. Ah, da fahren die süßen Mäuse. Die Schnuggis. Nein. No homo und so. Ich wette mit euch, ihr seht gerade auch so gar nichts mehr. Weil es einfach mega dunkel wird. Ich glaube, das ist mein erster. Ja, gut, Nachtvlog ist es jetzt nicht, aber. Ist ja nicht Nacht, aber ist halt dunkel wie in der Nacht. Obwohl wir es erst 4:45 haben. Ich hasse Zeitumstellung. Silbersee 2. Hier muss gleich irgendwo eine Einfahrt sein, wo man rein muss. Ich weiß nicht, ob ihr den Silbersee kennt, das ist so ein See, wo man noch so schwimmen kann und so. Und das ist ein großer Parkplatz. Da kommt der Zadrett. Verpiss dich, jetzt muss ich wieder Kennzeichen verpixeln, Alter. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Cedric. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Zückerli. Ja. Warum nicht? Alter, meine Augen tränen so. Ich fahre die ganze Zeit ohne Brille. Jo, Alter, er lässt einen backen. Ist ja gar nichts los hier. Offroad! Was? Ja, das ist ein bisschen anschieben? Hä, warum? Die Karre anschieben oder was? Ja. Deine oder die? Die hier. Das ist schwer. Der Kickstarter, hier, wir sind mit einem gefahren, der hat dieselbe, ne? Ja. Und dann hatte ich Probleme, die anzukicken. Also ja, komm, lass mich mal machen. Der so, warum ist die so schwer bei dir anzutreten? Hier ist immer richtig Action. Ja, aber für einen Samstag ist ja nicht wenig los, ne? Das ist mega wenig los. Vor
Vorhin sagt noch so ein kleiner Junge, hier sind die vorhin, haben hier welche Wheelies gemacht und so, irgendwelche. Ja? Ja, der da auf dem Balkon da oben, der kleine Junge da. Ey, die hat so... Die hat blaues Licht oder so, ne? Ja. Oder grün oder so. Was für ein Licht ist das nochmal? Geil, oder? Voll grün. Aber das ist übelst auffällig. Ja, das merkt man mega. Hat das TÜV? Wir mussten gerade, oder Yannick hat, wir haben gerade versucht, ja, Markus Kiste anzuschieben. Und Yannick hat, wir haben es nicht hingekriegt. Also ich habe geschoben, nachher mit Yannick auch. Und jetzt haben wir die angekickt. Weil der Kicker jetzt irgendwie doch geht. Oder Yannick hat es hingekriegt, die anzukicken. Vorher hat das nicht geklappt. Boah, und es ist richtig dunkel, ey. Scheiße. Wir haben es 8 vor. Das ist, ja, Marco hat grünes Licht, Alter. Das ist mega auffällig. Oh, Hasskarre. Das war heftiger Shit, Alter. Ist auch mal chillig, so nachts zu fahren. Das Krasse ist, nachts kommt einem alles so, ich finde, da kommt dann alles viel lauter vor. So das Moped und so. Also ich will nicht sagen, dass es sonst leise ist, aber es ist auf jeden Fall jetzt lauter. Habe ich so immer den Eindruck, wenn man nachts fährt. Oder man nimmt das alles irgendwie anders wahr, keine Ahnung. Boah, voll die Philosophiestunde mit mir. Boah! Oh. Krankenwagen, Krankenwagen. Feuer, Krankenwagen. Wir knibbeln die TÜV-Plakette ab. Soll ich abknibbeln? Ja. Nein! In der City, wo man mich mittlerweile kennt, da gibt's Kroketten mit Senf, oder wie? Ich kann das Lied nicht. Schöne Grüße an! Von wem ist das Lied nochmal? Das heißt auf jeden Fall Holland. Und das ist von 157 oder so. 257. 257, ne? So rum, glaube ich. Schöne Grüße an meine Homies. Nein. Oh mein Gott. Boah, die riecht voll gut. Die Kiste von dir, Marco. Ey, das ist richtig. Die riecht echt gut. Aber der Auspuff, der steht so komisch ab. Der ist voll so zur Seite weggespreizt. Das Motorrad spreizt die Beine für mich. Aber riecht gut. Boah, ich glaube, mir wird schwindelig, wenn ich jetzt so lange hinterher fahre und das ganze Zeug einatme. Wir sehen das gleich wieder wahrscheinlich, weil ich will jetzt nicht gleich das Haus zeigen oder so. Wo die Mrs. Yamako wohnt. Wie gesagt, checkt die alle aus. Ne? Mrs. Yamako, Yamako selber und Sandwich. Ich packe euch die alle in die Beschreibung rein. Checkt da mal den Kanal aus und lasst ihn mal ein Abo da. Tschüss, 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 tschüss. So, Leute. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Uiuiui, da sind die ganzen Getränke noch runtergefallen, ey. Wenn ich jetzt sozial wäre, würde ich da jetzt hinrennen. Aber dann müsste ich mein Motorrad mitten auf der Straße abstellen. Aber die hat die Flaschen schon alle aufgehoben, okay. Gut. Oh. Fail. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. War so ein bisschen klein, war ein bisschen dunkel. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Wir haben so ein bisschen gequatscht alle zusammen. Da wart ihr jetzt nicht so dabei, aber so ein bisschen Scheiße wieder gemacht, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, ne? Bis dahin. Tschüss.